Lasst uns piepsen. Hier standen sie. Ich kann es euch nicht weiter zeigen, weil da steht für meinen Sammy-Kanal ein neues Projekt. Und ja, das erkläre ich jetzt nicht, warum. Und wenn es euch interessiert, könnt ihr gerne rübergehen. Aber dann verrate ich alles und das will ich nicht. Also, der Weg allen Fleisches. Hier ist ja mein Kindertierzimmer. Da war dann hier auch die ganze Futtersache. Das ist hier alles jetzt ausgeräumt. Noch drin, hier sind jetzt nur noch meine Mäusis und mein Hamster. Obwohl ich sage meine Hamster, weil ich hatte ja mal drei. Sind ja zwei leider verstorben. Und dann geht man hier. Ich nenne es Hühnerleiter, weil Leute, das Ding ist steil wie Bulle. So, hier muss ich zumachen, damit die Katze da nicht reinkommt. Und dann geht man hier, die Hühnerleiter. Das seht man, da ist jetzt noch Dreck. Ich habe gestern gesaugt gehabt. Aber die hatte das ganz schräg heben müssen, weil guckt mal hier. Diese Schräge hier, seht ihr hier, wo es fertig ist. Du konntest den Käfig nicht auf normale, also gerade runtertragen. Das war eine Arbeit, kann ich euch sagen. Und die Vögel waren aufgeregt, ist klar. Aber gut, jetzt haben wir es überstanden, seht ihr. Gestern gesaugt. Das ganze Einstreu hier am Boden. Dann, das ist der Odin. Er sagt, oh, was ist denn das für ein Viecher? Mein Riesenschnauzer. Wenn es euch interessiert. Sammy-Kanal. So, Küche. Kücheninsel, Chaos noch drauf und der Handwerker. Und dann sind wir den Weg allen Fleisches gegangen hier. Weil ich habe, erkläre ich euch nachher gleich, die Katze ja ausquartiert. Klar muss ich ja. Da ist Bad, da drüben, da raus geht's in mein Schlafzimmer. Und hier stehen sie jetzt drin. Und jetzt zeige ich euch, worauf sie stehen und wie das Ganze aussieht. Absolutes Chaos noch hier. Ein herzliches Willkommen, ihr lieben Piepmätze, zum neuen Video. Wie versprochen, der Umzug meiner Kanaris. Das war eine Arbeit, sage ich euch. Also, hier war ja ursprünglich, das sieht man noch ein paar Überreste, meine Katzen drin in diesem zukünftigen Büro. Den Keller habe ich gestern alleine runtergeschleift. Ging gut. Naja. Und heute Morgen waren zwei starke Männer bei mir, die haben mir geholfen, den hier runterzutragen. Ah, das war eine Aktion, aber heil runtergekommen, wunderbar. So, ich habe hier, wie gesagt, noch Chaos. Ich habe sie jetzt frisch eingestreut, komplett alles frisch gemacht. Mit Sauge, mit Wische, mit was der Geier was. Hab hier neue Sitzstange rein, hab hier dieses Leckerli rein. Ich verlinke euch dieses XXXL-Haul vom Sammy-Kanal von mir. Da seht ihr, was ich alles noch gekauft habe für meine Kanaris. Unter anderem den hier, kennt vielleicht einige von euch noch. Da hat mal die Laubinchen drin gebrütet, wo der Freddy, hallo Freddy, noch nicht da war. Vielleicht klappt es ja diesmal. Okay, also. Ich habe ein Kallax-Regal gekauft von Ikea, habt ihr ja am Anfang gesehen. Hab das vorhin jetzt noch aufgebaut und habe hier, ich sag euch gleich noch was dazu, und habe hier jetzt diese Einschub-Dinger hier geholt, noch zusätzlich. Und farblich denkt ihr jetzt, pinke Wand, naja, dann hätte ich vielleicht von denen braune weglassen soll und Pinkkohle. Nee, sorry, da liegt Zeug noch. Dieses Kallax-Regal kommt in mein Schlafzimmer. Und in meinem Schlafzimmer sind schwarz-braun Töne. Und deshalb habe ich es in dieser Farbe. Ich habe jetzt halt nur provisorisch meine Tiere da drauf gestellt, weil sonst hätte ich den Käfig auf der Boden stellen müssen und das ist ein absolutes No-Go. Also, jetzt habt ihr gesehen, die sind umgezogen und guckt mal, wie sie da dran gehen. Halt denn, schaut mal. Da gehen sie dran. Jetzt guckt euch das an hier. Ist das nicht süß? Was halt denn? Ja, guckt mal. Oh, und der Freddy sitzt auf der Stange und macht sich wieder hübsch.
Vielleicht seht ihr es von unten, das ist schlecht. Ich habe hier jetzt sehr, ganz schlechtes Licht. Ich habe noch keine Softbox hier im Raum. Ja, typisch Kanarienverhalten. Jetzt machen sie wieder, als wenn nichts wäre. Immer wenn du rankommst, sehen sie, alles gut, alles cool, kann ich wieder gehen. Na? Ja, ich werde dann hier nochmal alles, habe ich ja alles weggemacht für den Transport, aufs Wasser rausgemacht. Ich habe jetzt hier in dem Napf dahinter Futter drin und dahinter in dem Napf habe ich Wasser drin, neue Schaukel drin und dann auch dieses, was hier an der Kette hängt. Seht ihr alles im XXL-Haul, zweiter Teil. Ich habe es euch ja verlinkt, könnt ihr gern vorbeischauen. Und ja, das war's mit dem Umzug. Ja, ich sag ja, ich bin noch nicht fertig. Ich wollte es euch jetzt aber halt zeigen. Ich konnte natürlich den Transport, wie die Kerle, klar, ich darf halt keine fremden Leute filmen. Ihr wisst ja, selbst wenn ich die Gesichter verdecke, ich wollte es nicht. Aber ihr habt jetzt gesehen, wo sie wohnen jetzt zukünftig. Und hier kommt ja dann mein Bürotisch hin. Und ihr seht ja, ich habe ja die ganze Aufkleber, die ich mal oben im Kindertierzimmer an alle Scheiben geklebt habe, habe ich wieder abgebibbelt, damit, wenn sie fliegen, nirgends dran stoße, weil ich habe hier keine Vorhänge und hier kommen auch keine rein. Also deshalb kann hier nichts passieren, weil viele sagen, oh, ist das hässlich mit den Vögeln. Ich finde es hübsch, ich kann trotzdem rausgucken, gucken, ob die Hosch kommt und dann passt es. So, ihr Lieben, ich hoffe, es gefällt euch. Im zweiten Teil gehe ich dann näher drauf ein, eher auch auf das Kallax-Regal und was natürlich da reinkommt, ist ja klar. Und zeige euch noch einmal dann genau, was alles jetzt im Käfig ist. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein nettes Kommi da oder einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Schreibt doch mal rein, ob euch das jetzt so gefällt, wie ich es eingerichtet habe. Und ob euch überhaupt das Kallax-Regal gefällt. Also es war ganz einfach zusammenzubauen. Okay, das war's. Lasst es piepsen, ihr Süßen. Mach's gut, eure Nathalie. Tschüss.